Bei einem Unfall auf der Brücke am Verschiebebahnhof in Neuss wurden am Samstagnachmittag zwei Menschen tödlich verletzt. Auf dieser Strecke in Richtung Düsseldorfer Straße und Innenstadt hatte ein 26 Jahre alter Motorradfahrer nach Ermittlungen der Polizei gegen 16.30 Uhr in einer Kurve auf der Brücke die Kontrolle über seine Maschine verloren. Der Mann und eine 20-Jährige, die hinter ihm auf dem Motorrad saß, stürzten und wurden über das Brückengeländer 8 Meter in die Tiefe geschleudert. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer erlag in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Während der Rettungsarbeiten musste die Brücke für 4 Stunden gesperrt werden. Eine Unfallzeugin wurde wegen eines Schocks behandelt.